Es wird in jeder Hinsicht etwas dünner an den Märkten, sowohl was die Nachrichten betrifft, als auch was das Volumen betrifft, als auch was irgendwie die Intensität des Handels betrifft. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Umso bedeutender dürfte der große Verfallstag für die Kursentwicklung werden. Sein, der wirft gewissermaßen seine Schatten schon voraus auf das Geschehen. Hat man sehr gut gemerkt gestern in den USA, vor allem an der Wall Street. Während der DAX möglicherweise auch von diesem großen Verfall schon ein bisschen beeinträchtigt war, vielleicht gibt es da das Interesse von Stillhaltern, den DAX nicht über ein bestimmtes Niveau, zum Beispiel 13.400 oder 13.500 kommen zu lassen, damit man dann in einer schönen Range ist, die dann auch segensreich für das eigene Portemonnaie dargestellt werden kann. Man hat insgesamt das Gefühl, jetzt ist so ein bisschen die Luft raus. Alle versuchen jetzt den Aktienmarkt, nicht mehr fallen zu lassen, auch nicht mehr allzu sehr steigen zu lassen, die Boni einzufahren, sozusagen jetzt die Früchte zu ernten. Dieses doch so erstaunlicherweise guten Aktienjahres 2019 hatten ja die wenigsten mitgerechnet, ist fundamental auch ein bisschen fragwürdig, aber die Notenbanken machten es möglich und es machte auch möglich einer, der heute sich einem Impeachment-Verfahren gegenüber sieht, nämlich Donald Trump mit der permanenten Karotte des Handelsdeals. Morgen gibt es den Handelsdeal, morgen gibt es den Handelsdeal. Dann ganz gegen Ende des Jahres gab es eine mündliche Vereinbarung. Noch gibt es keinen schriftlichen Handelsdeal. Wir werden sehen. Jedenfalls wird heute das US-Abgeordnetenhaus, in dem die US-Demokraten ja die Mehrheit haben, circa um 0.30 Uhr deutscher Zeit abstimmen, möglicherweise später. Es wird also erst in den asiatischen Handel reinfallen. Zu erwarten ist, dass das Abgeordnetenhaus diese Abstimmung zu seinen Gunsten entscheidet, respektive zu Gunsten der demokratischen Mehrheit. Aber was wird das alles bringen? Der Senat, der von Republikanern dominiert ist, wird das ablehnen. Und die Rabobank sagt hier vielleicht ganz zutreffend, der einzige Effekt, den das Ganze hat, ist, dass er die Trump-Wähler ein bisschen motiviert, indem er ihnen zeigt, Mensch, hier sind ja die Kräfte gegen Donald Trump, tut was, seid aktiv, unterstützt ihn. Das ist eher für Trump möglicherweise positiv. Für die Aktienmärkte dürfte das so ein bisschen, vorbeigehen. Man wird sich darum nicht allzu sehr kümmern wahrscheinlich, denn alle rechnen damit, dass im Senat da nichts passiert. Wir haben heute dann noch den IFO-Index. Hier sehen wir um 10 Uhr genauer gesagt, hier sehen wir die Entwicklung der letzten Monate. Das ist Stagnation auf relativ niedrigem Niveau. Die Prognosen, die liegen bei 95,5, leichte Verbesserung, und der IFO-Index hat so in den letzten Monaten so ein bisschen die Qualität des chinesischen BIPs bekommen, kommt immer genauso rein, wie man erwartet hat. Vielleicht ist da eine gewisse Verbindung zwischen dem IFO und dem Planungsbüro in China, jedenfalls leichte Erholung erwartet. Wir hatten Anfang der Woche ja die Einkaufsmanager-Indizes gesehen, die schwächer waren als erwartet. Wir haben zum Beispiel gestern nachbörslich Zahlen von FedEx gesehen, die wieder mal enttäuscht haben, auch das sozusagen eine Bürde für die Weltwirtschaft, dass man sieht, dass solche Unternehmen wie FedEx eben richtige Schwierigkeiten haben. Schauen wir uns aber gleichwohl den Umschwung der Stimmung an, obwohl die Dinge auch weltwirtschaftlich, sich ein bisschen stabilisiert haben. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt den großen Boom derzeit wieder überleben. Sehen wir den größten Stimmungsumschwung in der Umfrage der Bank of America, Merrill Lynch. Das ist schon ein unglaublicher Move, den wir hier sehen. Das gab es in der Form, in der Geschwindigkeit noch nie. Das Ganze wird ja an den Aktienmärkten wiedergespiegelt. Wir haben jetzt ja, ich hatte das gestern schon erwähnt, nur noch 4,2% durchschnittliches Cash, das die großen Player trocken halten, dass sie nicht an den Märkten investieren, so wenig wie 2013 nicht mehr. Also wir sehen, da ist jetzt plötzlich auch die Annahme viel geringer geworden, dass es zu einer Rezession kommen kann. Damit rechnet man nicht mehr. Wir sehen gleichwohl eben hier nochmal den Unterschied zwischen Kursentwicklung S&P 500 und Gewinnentwicklung der US-Unternehmen, könnte man auch für europäische Unternehmen ähnlich einzeichnen. Europas Aktienmärkte haben ja auch einen sehr guten Lauf, etwa vergleichbar mit den US-Aktienmärkten. Allerdings in den Vorjahren lief es nicht so gut, aber es ist eine ähnliche Grafik, wenn man das aufzeigen würde, zwischen Europa und den USA. China hat heute Nacht an einem Zinssatz geschraubt, nämlich die 14-Day Reverse Repo Rate. Repo-Geschäfte, wissen Sie ja, man hinterlegt eine Sicherheit, bekommt dafür Kredite sozusagen am nächsten Tag oder in 14 Tagen, je nachdem wie lange dieses Geschäft dauert, wird das Ganze wieder rückabgewickelt. Jedenfalls kleine Zinssenkung von 2
0,70 auf 2,65%. Möglicherweise wird dann am Freitag die Notenbank den Zinssatz bei der sogenannten Loan Prime Rate, also der, das ist vielleicht der eigentliche Zinssatz Chinas, nochmal senken. Das wird man sehen. Das war ein Punkt, gleichwohl die chinesischen Aktienmärkte im Minus. Wir haben interessante Aussagen gestern auch gesehen von Rosengreen, Boston Fed-Chef, der gesagt hat, naja, guck mal, in den letzten zwei großen Rezessionen, da ist die Inflation weder dramatisch gefallen noch dramatisch gestiegen. Ihr solltet euch vielleicht mal ein bisschen um die Assetpreise kümmern, denn die haben im Prinzip diese Rezession ausgelöst. Wenn Aktienmärkte abstürzen, die zuvor sehr hoch bewertet sind, dann zieht das die Stimme runter und es ist eben so, dass Abverkäufe an den Börsen einer Rezession vorangehen und nicht umgekehrt. Erst kommt eine Rezession und dann der Abverkauf an den Aktienmärkten. Sehr interessanter Punkt. Wir haben dann in Sachen Handelskrieg vielleicht nochmal eine Übersicht. Nach wie vor ja alles ein bisschen offen. Gestern hat die US-Administration wohl neue Lieferbeschränkungen von elektronischen Komponenten an Huawei ins Spiel gebracht, beschlossen, weiß man noch nicht genau, dürfte jedenfalls auch bald kommen. Wir haben jetzt durchschnittlich in Sachen Handelskrieg eine Zollsenkung nach diesem Deal von 21,0 auf 19,3%. Also so wahnsinnig viel in Sachen Zollsenkung ist nicht passiert. Und abschließend heute wird Lagarde sprechend einleitende Worte und dann wird der Maestro nochmal kommen um 9.30 Uhr deutscher Zeit. Schauen wir uns die Charts an, die mir wieder entschwunden sind. Deswegen können Sie hier vielleicht ein paar Kurse sehen. Wir sehen Gold bei 1476. Öl ist ein bisschen gefallen, nachdem gestern die API-Bestände deutlicher gestiegen sind. Heute ja die Lagerbestände noch. Wir sehen, dass der Nasdaq bei 8580 Punkten ist. Wir sehen relativ wenig veränderte Futures insgesamt. Es ist so ein bisschen eine Seitwärtsbewegung der DAX gestern, ein bisschen runter, möglicherweise, weil Stillhalter daran ein Interesse hatten. Man hat als Argument genommen, oh, harter Brexit jetzt wahrscheinlich. Und natürlich wird das demnächst wieder ein großes Thema, der Euro bei 1,1131. Das ist so der Stand der Dinge. Das alles von Capital.com, meine Damen und Herren, Sie sehen es im Hintergrund. Und jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Tag, das Allerbeste an diesem Mittwoch. Bis dann, ciao.